So, da wäre ich wieder, diesmal mit der letzten Stunde oder dem letzten Kurs zu Strichen, die es noch gibt, die man in chinesischen Schriftzeichen kennen und wissen sollte. Ist eine relativ bunte Gruppe, die da zusammenfällt. Es geht einmal um noch zwei Typen an senkrechten Strichen, nämlich welche, die erst senkrecht laufen, dann leicht nach links oder nach rechts auslaufen. Ansonsten gibt es von unten nach oben laufende Striche, das sind dann so schräg ansteigende. Und es gibt noch so ja, gebogene oder bauchige Striche als letzte Kategorie. Ich habe erstmal mit einem gebogenen Strich angefangen und habe, um den zu demonstrieren, das Schriftzeichen Xian ausgewählt. Xian heißt ja früh, früher oder zuerst. Oder Spitze oder Oberstes. Man schreibt es zuerst so, dann das Kreuz, dann der Abschluss des Oberteils und dann von links. Und jetzt kommt der Strich, um den es hier geht. Das ist ja dieser hier. Senkrecht runter, eine Kurve nach rechts und ein kleiner Haken nach oben. Und schon haben wir unser Xian. Dieser Fuß. Wir haben den immer Fuß genannt, kommt relativ häufig vor. Hier ein Zeichen kommt da gleich auch nochmal vor. Wir kennen ja auch schon diesen Bestandteil hier aus der Muschel zum Beispiel. Und wenn man da auf der linken Seite den von rechts oben nach links unten abfallenden Strich und auf der rechten Seite diesen Fuß anbringt, haben wir das Schriftzeichen Dian sehen. Und wie gesagt, es gibt noch sehr viele andere Möglichkeiten, also Anwendungsmöglichkeiten für diesen Strich und Schriftzeichen, in denen dieser Strich vorkommt. Das nächste Schriftzeichen, was ich gewählt habe, soll einmal als Wiederholung für diesen Strich sein, den wir hier neu gelernt haben. Soll uns aber auch einen neuen Strich zeigen, nämlich den senkrechten, der am Ende leicht nach links ausfällt. Das ist das Schriftzeichen für 9, Jo. Wird zuerst dieser senkrechte Strich geschrieben, geht dann leicht nach links raus. Und das zweite Bestandteil ist diese Strichkombination, also einmal waagerecht und dann nach unten mit Kurve und dem Haken nach oben. Wenn man sich jetzt fragt, so, warum hier zuerst dieser senkrechte geschrieben wird, das hat auch eine Bewandtnis. Ich habe ja eigentlich in der ersten Sitzung gesagt, erst waagerecht, dann senkrecht, besonders wenn alles waagerechte durchstoßen wird, erst die waagerechten Bestandteile und zum Schluss der senkrecht durchstoßende Teil. Hier ist es allerdings so, dass das kein einfacher waagerechter Strich ist, sondern der ja zusammengesetzt ist mit einem zweiten Strich. Deswegen wird zuerst mal der einfache oder das einfache Element gesetzt, das ja auch am weitesten oben ist, deswegen ist es auch von daher nicht unbedingt abwegig. Zuerst der senkrechte, dann waagerecht und ohne abzusetzen runter, Kurve nach rechts und Haken nach oben. Und schon haben wir unser Schriftzeichen Zhou 9. Hier haben wir nochmal einen Strich, der erst senkrecht abfällt und dann leicht nach außen rausgeht. Das ist das Schriftzeichen Yue, der Mond. Senkrecht und leicht nach außen fließend, waagerecht, senkrecht runter mit Haken und dann wird das Innere aufgefüllt. Wenn wir uns nochmal an die erste Sitzung oder an das erste Video zurückerinnern, da habe ich euch ja für senkrechte Striche nebeneinander das Schriftzeichen Quan, den Fluss, beigebracht. Da steht an linker Stelle auch zuerst ein solcher Strich. Ich habe das zur Vereinfachung beim ersten Video noch vernachlässigt, weil es mir da erstmal darum ging, den Aufbau von links nach rechts zu demonstrieren. Aber wenn man es ganz genau betrachtet, ist der erste Strich an dieser Stelle genauso einer, der erst senkrecht geht und dann leicht nach links ausläuft. So, als nächstes lernen wir einen leicht von links unten nach rechts oben ansteigenden Strich, das ist dieser. Insgesamt ist es das Schriftzeichen Chong. Chong bedeutet irgendwie Käfer oder Krabbeltier. Im Vormodernen kann das auch für alles Mögliche stehen, was irgendwie am Boden kriecht. Also irgendwelche Käfer, Spinnen, Würmer oder Schlangen.
Oder Eidechsen oder sowas, also irgendwelche kleinen Kabelviecher. Das wurde alles so in einen großen Topf geworfen und war dann ein Chong. Ah, hier ist das Chong. Gut, der Anfang ist wie beim Schriftzeichen für Mitte. Ko wird durchstoßen. Und dann der neue Strich, leicht von links unten nach rechts oben ansteigend. Und zum Abschluss noch einer von links oben nach rechts unten. Chong. Zur Wiederholung habe ich das hier auch nochmal in den nächsten Schriftzeichen, was wir haben. Da wollte ich euch aber einen neuen Strich beibringen, nämlich der senkrechte, der nach unten rechts leicht ausläuft. Und der hat eigentlich immer einen Haken noch mit dran, das kann man sich gleich merken. Aber insgesamt ist das Schriftzeichen Feng und bedeutet Wind. Ist hier schon mal ein bisschen auseinandergenommen. Letzten Schritt habe ich noch nicht gemacht, nur erstmal die unbekannten Bestandteile. Wir schreiben wieder das linke zuerst, das ist auch ein leicht nach links auslaufender. Dann der obere und der rechte Teil sind verbunden, der Haken nach außen. Dann folgt über dem Käfer, der da drunter ist, erstmal ein von rechts oben nach links unten fallender Strich und dann, wie wir es eben schon gelernt haben, erst Ko, dann senkrecht, dann der leicht ansteigende und dann der abfallende. Und schon haben wir insgesamt unser Schriftzeichen Feng, den Wind. Noch ein Schriftzeichen für den Abfallenden, der dann nach rechts ausläuft, ist dieses Schriftzeichen. Da ist er hier an dieser Stelle auch wieder mit einem Haken. Das liest man Fa. Und Fa heißt entweder einen Baum fällen oder jemanden niedermetzeln. Ja, so ist es. Mal kurz auseinandergenommen, zuerst mal der linke Teil so geschrieben, also erst abfallend und dann senkrecht, dann waagerecht, senkrecht, der nach außen läuft mit Haken und dann kommt der kreuzende Strich zuerst und dann haben wir das Trageelement komplett und dann zum Schluss wird erst der Punkt oben hingesetzt. Wie wir es in dem Video davor hatten, bei einzeln stehenden Punkten erst das tragende Hauptelement schreiben und zum Schluss den Punkt dran setzen. So wie bei Fa. Als nächstes haben wir dieses Schriftzeichen. Das kann man entweder Wei oder Wei lesen. Wei heißt tun, machen oder für oder zum Zwecke von. Und Wei im zweiten Ton heißt etwas sein, also A, Wei, B, A ist B. Okay, das beginnen wir ganz normal oben links mit dem einfachen kleinen Strich. Dann haben wir hier diesen senkrechten, der nach außen geht. Und hier haben wir dann die neuen Striche, das sind solche bauchigen Striche. Das ist nicht waagerecht und senkrecht abknickend, sondern waagerecht und dann eine Kurve nach unten machen. 1, 2, von oben nach unten, 3 und dann fehlen noch 4 Punkte und die schreiben wir regulär. 1, 2, 3, 4, von links nach rechts und schon ist unser Schriftzeichen Wei oder Wei fertig. Dann haben wir hier aus diesen gebogenen oder bauchigen Strichen noch eine Kombination, die auch relativ häufig vorkommt. Das ist das Schriftzeichen Di. Di irgendwo hingelangen oder irgendwo hinreichen, bis irgendwo hinreichen. Schreiben wir auch wieder die linke Wand zuerst. Das ist auch wieder so ein nach links auslaufender senkrechter Strich. Und dann der bauchige Strich und der entsprechende kreuzende. Ja, hier habe ich einen Haken gemacht, da habe ich keine gemacht, da müsste aber eigentlich einer dran. Ja. Mal nachträglich. Dieser Strich kommt relativ häufig vor. Es gibt auch noch einen Zeichenbestandteil, der so aussieht. Und da können dann rechts verschiedene Sachen nebenstehen. Das hier ist zum Beispiel Fu, die Umgebung oder die Nachbarschaft. Und es gibt noch 10.000 weitere Zeichen, wo das irgendwie drin vorkommt. Als nächstes haben wir dann das Schriftzeichen Dao, den Weg.
Da haben wir auch so einen gebogenen Strich, aber wir haben auch so einen relativ langen, etwas wellenförmigen Strich. Das ist unser neuer. Insgesamt muss man bei dem Schriftzeichen diesen Teil hier erstmal hervorheben. Das ist nämlich ein einrahmender Bestandteil. Und ich habe hier schon mal mit dem Schriftzeichen angefangen und habe diesen inneren Teil zuerst geschrieben. So, und das kommt nämlich daher, wenn man einrahmende Bestandteile hat, dann und diese einrahmenden Bestandteile das Zeichen unten abschließen. Und das hier schließt das Zeichen von zwei Seiten ein. Und die eine Seite davon ist die untere, also die abschließende Seite. Deswegen wird das als letztes geschrieben. Und weil dieser Bestandteil insgesamt zusammengeschrieben wird, also nicht erst irgendwie links und dann da und dann unten, sondern weil das eine Einheit bildet, die an einem Stück geschrieben wird, muss auch dieser Bestandteil insgesamt als letztes geschrieben werden, weil dieser Bestandteil insgesamt derjenige ist, der das Zeichen nach unten abschließt. Und dann gilt dieselbe Regel wie beim Ko, wo irgendwas drinne steht, da macht man ja auch erst den Haken und erst wenn das Innere fertig ist, macht man unten zu. Hier entsprechend auch, man schreibt zuerst den oberen Teil, links, rechts. Dann geht man weiter nach unten. Seite, Dach und Seite, das Innere unten zumachen. So, und der Bestandteil besteht dann aus einem Punkt, dann der bauchige Strich und dann die sanft auslaufende Welle, die am unteren Ende das Zeichen abschließt. Gut, und das wäre dann das Schriftzeichen Dao, der Weg. Der letzte Strich, den wir lernen, das ist dieser aufsteigende. Das ist so ein Haken quasi. Also man geht zuerst ein Stück nach unten. Ich mache das erstmal hier hin so. Kleines Stück nach unten und dann zieht man es nach oben raus. Ich habe es jetzt extra ein bisschen übertrieben gemacht, damit man es deutlicher sieht. Das Schriftzeichen liest man Liang. Das bedeutet sowas wie kühl oder frisch. Einfach auf eine relativ angenehme Art und Weise kühl oder frisch, also nicht so, dass man friert und es irgendwie schlecht ist, sondern so wie ein Sommerwind, der halt irgendwie kühl und angenehm ist. Gut, einmal der Punkt und dann dieser Haken. Und im rechten Teil Punkt und waagerecht, dann folgt ein Ko. Und hier gilt auch wieder die Regel, die wir letztes Mal hatten. Wenn die Punkte auseinandergehen, müssen wir erst den zentralen Teil schreiben und dann seitlich die Punkte anhängen. Und fertig ist unser Zeichen Liang. Ich schreibe es hier nochmal hin, weil wir eine Lücke haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mittelteil 8, 9, 10. Liang, kühl. Gut, und damit haben wir jetzt alle wichtigen Zeichen, also alle wichtigen Striche erstmal gelernt. Und zeige ich euch im nächsten und letzten Video für diesen wirklich grundlegenden Basiskurs, nach welchem Schema Zeichen zusammengesetzt werden aus verschiedenen Zeichenbestandteilen.